Telekom Cup 2019 mit dem Spiel um Platz 3. Die Berliner Hertha in den blau-weißen Trikots und Fortuna Düsseldorf in Rot. Nur durchs Elfmeterschießen ausgeschieden gegen die Bayern. Aber dann Achtung. Jaroslav Dropny, in der Winterpause von Werder Bremen gekommen. Eigentlich keine Gefahr. Und dann spielt er das Ding direkt zu Kalou, der auf Köpke. Dritte Minute, 1:0 für die Berliner Hertha. Was für ein Aussetzer vom 39-jährigen Routinier, der sich sein erstes Spiel für Fortuna Düsseldorf, seinen neuen Club, sicherlich anders vorgestellt hatte. Torwartfehler, der Torwartsohn profitiert, die Berliner führen. Friedhelm Funkel entspannt im Hier und Jetzt, egal ob im Interview oder im Umgang mit den Fans, kann er auch sein bei den Sympathiekundgebungen der letzten Tage. Dann seine Fortuna. Rahman, Husami, Gieselmann, Zimmermann waren im ersten Spiel schon dabei, er hier nicht. Barkok setzt sich gut durch und in der Mitte Kenan Karaman. 11. Minute, 1:1, in der Bundesliga noch ohne Treffer. Dynamisch. Gewinnt das Laufduell und dann hat er das Auge und dann macht er alles richtig. Und in der Mitte ist es Karaman, der Thomas Kraft keine Chance lässt. Sehr zur Freude also weiter die Fortuna spielerisch. Husami mit dem langen Ball. Und jetzt gut abgelegt in der Mitte, dann Rahman und von hinten die Berührung. Karim Rekik, der Pfiff. Der erste Elfer aus dem Spiel heraus. In den ersten beiden hatte es durchaus Fehlentscheidungen gegeben. Diesmal war das Ganze korrekt. Da gibt es die Berührung. Beine zugeklappt, keine Chance, Torchance verhindert. Der Elfmeter also berechtigt. 23 Minuten gespielt. Marvin Ducksch. Humorlos. Zack. Endlich mal wieder ein Treffer für ihn. In der 23. Minute hatte sich das Kapitel Fortuna Düsseldorf ja auch ganz, ganz anders vorgestellt. Und es spielten nur die Roten. Fortuna, die klar bessere Mannschaft. Von den Berlinern nichts zu sehen. Nächste Gelegenheit, wieder Rahman, aber da tritt er in den Rasen. Sehen wir sogar da an der kleinen Erhebung. Wenn er den richtig getroffen hätte, wäre es für Thomas Kraft sicherlich noch wesentlich gefährlicher geworden. Von den Berlinern nach wie vor nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Da war keiner bei, der sich für einen eventuellen Startelf-Einsatz empfehlen konnte. Fortuna dagegen schnell. Barkok auf Rahman und wieder Ducksch. Wieder keine Chance für Thomas Kraft. 32. Minute. Marvin Ducksch. Endlich mal. So möchte er das auch in der Liga. Klasse gemacht, weil klasse rausgespielt. Eine tolle Kombination und der verdiente Sieg vor Fortuna Düsseldorf. Marvin Ducksch natürlich super happy, zeigt an. Zwei Dinger, zweimal Ducksch, 3:1 Fortuna.